Ciao, liebe Fans der italienischen Küche. Was wäre Italien ohne Pasta? Heute machen wir wunderbare selbstgemachte Ravioli mit einer köstlichen Spinateigefüllung. Super schnell, super einfach. Und das dank meiner wunderbaren Cooking Chef. Avanti! Für den Teig Hartweizengrieß, Mehl, etwas Salz, Olivenöl und jetzt Ei. Perfekt, dieser Teig. Der muss jetzt ruhen und ich mache jetzt eine Pause. So, jetzt kann man den Teig hier mit dem Pasta-Aufsatz erstmal ausrollen. Gute Ravioli müssen hauchdünn sein. Ach, herrlich. Kleine Kreise aus Cremespinat auf den Teig spritzen. Jetzt kommt in den Spinatring ein rohes Eigelb. Mit einer zweiten dünnen Nudelteigschicht bedecken. Die Ravioli rein. Und jetzt auf 80 Grad zurückschalten. Dann stockt das Eigelb ganz langsam und der Nudelteig ist wunderbar bissfest. Das ist pure italienische Lebensfreude. Guck mal hier, wie herrlich. Die Ravioli sind fertig. Sensationell, wie schnell das geht und wie lecker die sind. Endlich habe ich jetzt Zeit für Dolce Vita. Ciao, Jungs. Ciao. Hey, ciao. Johann. Ragazzi. Backmas, Giannis.